Ladies and Gentlemen, willkommen zurück zu einer neuen Runde Lego City Undercover. Ich habe gerade was Gutes entdeckt. Ich habe eine Trainerpfeife. Finde ich recht lustig. Okay. Dann fahren wir mal. Ja, das machen wir super. Fahren wir mal rüber zur Cherry Tree Hill Bank oder wo wir hin müssen. Ah, ist er schon direkt hier, oder? Würde ich hoffen. Anscheinend ja. Ich habe jetzt auch noch mal ein bisschen lauter gemacht. Mit erhobenen Händen rauskommen! Was zum Klaus? Witzfigur! Was zum Teufel? Geht sicher gut. Also, wir müssen da ran, oder? Was machst du denn da? Hat der Sonne gefahren? Okay, ich merke schon. Alter. Ich merke schon, ich kann hier überhaupt nicht richtig fahren. Also David ist scheiße. Ich hoffe, dass sowas nicht so oft passiert. Ja, wenn er auch mal weiterfahren würde. Gott, das ist eine mittelschwere Katastrophe hier. Mal schauen, wenn ich jetzt hier lang. Nee. Alter. Der kommt jetzt aber hier raus. Geht sicher gut. Ah, wir. Boah, ey. Gott, bin ich scheiße. Ich glaube, hier muss ich noch mal so ein paar Fahrstunden nehmen. Problem ist aber auch bei dem Scheißteil hier. Da kann entweder nur Hartgas oder gar kein Gas. Da vorne fährt er. Ja. Ja, jetzt komm schon. Ich muss mich hinlegen. Hey, ich hoffe, man sieht sich später. Entschuldigung, Polizeiangelegenheit. Halt, oder ich laufe dir weiter hinterher. Wo ist er? Oh. Ey, bleib stehen. Ich krieg dich schon. Wenn ich ehrlich bin, gehst du mir langsam auf die Nerven. Puh. Damit kommst du jawohl nicht durch. Diese Stadt gehört jetzt den Gaunern. Ich hab nicht aber schon. Chase, hast du was Neues für mich? Ja, ich habe den Fluchtfahrer festgenommen. Sehr gut. Gutes Timing noch dazu, denn jemand vom Roten Café hat nämlich gerade einen Clown gemeldet, der auf das Dach steigt. Könnte einer der Verbrecher sein. Entweder das oder ich versaue einem Kind gleich die Geburtstagsfeier. Wow. Bin unterwegs. Wo meine Polizeitrillerpfeife wohl ist? Ein Pfiff damit und der gesamte Verkehr steht still. Okay. Am Ende hat es dann auch gut geklappt, oder? Startschwierigkeiten, aber danach ging es. Obwohl ich aber sagen muss, ich mag es ja, so in der Stadt rumzufahren. Das war schon so. Ganz bestimmt. Das auch. Wo ich aber sagen muss, hier mit der Karre kann schon besser fahren. Ah, die hat jetzt aber kein Nitro. Oh, geil. Motorrad. Motorrad.
Jawohl, Motorrad hat Nitro. Ne, eben das Polizeiauto, das hat mir nicht gefallen. Das ist aber auch nicht so wirklich. Okay, raus. Ich muss mal schauen, ob ich da noch irgendwas finde. Hey, alle mal herhören. Ist irgendjemand hier zufällig ein Clown-Bankräuber? Wow. Oh Mann, wäre ja auch zu einfach gewesen. Eben. Ich kontaktiere wohl besser Ellie. Ellie, hier ist kein Clown in Sicht. Keine Sorge, ich habe gerade die Scan-Software deines Kommunikators aktualisiert. Benutze sie, um dich vom Dach des Restaurants aus umzusehen. Sie wird dir als Räuber verdächtigte Personen anzeigen. Und dann? Nimmst du sie fest? Freigeschaltet. Kriminellen-Scan. Jawohl. Also mit den Autos habe ich teilweise... Okay, geht noch nicht. Lernen wir irgendwann noch. Mit dem Fahren muss ich teilweise... Da habe ich so ein paar Probleme noch, aber das geht schon. Was ist das? Da ist auch einer, oder? Ja, da haben wir doch einen. Oh, mal ein bisschen Leben in diese Betonwüste bringen. Oh, so gefällt's mir. Und ganz zufällig passiert das jetzt, ne? Auch wenn ich es selbst sage. Ganz zufälligerweise. Oh, so weit ist es also gekommen, dass ich die Pflanzen eines Fremden bewässere. Oh, hey, du hast mich fast erwischt. Na, 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 na. Was machst du denn da unten, ne? Das kann ich aufheben. Ich komme da nicht rauf. Im Moment stimmt das zwar noch, aber gleich bin ich bei dir. Du machst es mir echt nicht leicht. Mach's gut. Ich frage mich, warum der nicht vorher abgeholt ist. Das hätte ich nicht essen sollen. Oh ja, jede Menge Money, Money. Hey Hans, kletter doch an der Bodenranke hoch. Die du jetzt kaputt musst? Hoppla, kaputt gemacht. Oh, hier kann ich wieder scannen. Okay. Wo hat der Hund die Kacke hingemacht? Hier irgendwo. Hier riecht er nach ganz, ganz schlimmer Kacke. Da. Ja, Emily, die Kacke wühlen. Oh. Hund hat ein Ventil ausgeschissen. So, dann schauen wir nochmal. Oh, jetzt müssen wir das Wasser im Weg frei machen, oder wie? Okay. Ja, wir nehmen alles mit, wir warten ja hier eh. Die Pizza da weggeschlagen. Und jetzt müssen wir da dem Typen wegschlagen, oder was? Hey Opa, geh da mal weg. Polizeiarbeit, bin im Dienst. Hier, warte. Hier, Luki Luki, bin im Dienst. Boah, ich mag dieses Spiel. Einfach alles kaputt schlagen. Kann schon nicht schief gehen. So, ich schätze mal, ich werde wahrscheinlich... Obwohl, muss ich das Fahren großartig üben? Ah, schauen wir einfach mal. Ich schätze mal, wird einfach so gemütlich hier ab und zu mal was spiele. So, dann geht das auch klar. Rauskommen und Flossen hoch. Oh, so ein Mist. Oh, hier ist ein Dörfer verfolgen. Verzieh dich, ich bin ein unschuldiger Clown. Ja, ja. Halt, Polizei. Clowns sind nie unschuldig, Clowns sind die Bösen. Das wissen, weiß doch jeder. Oh, da hat er mich gut gejuckt. Ja. Jawohl. Du bist auch verhaftet. Okay. Wir können das auf die harte Tour oder auf die weiche Tour machen. Die weiche Tour. Einer der anderen Räuber wollte auf einen Frachter springen, falls was schief läuft bei dem Überfall. Und kriege ich diesmal eine hübsche Zelle? Sicher. Wow. Das war wirklich die weiche Tour.
Und jetzt? Kontrollpunkt abgeschlossen. Chase, hast du den Räuber geschnappt? Dein Timing ist verblüffend. Und ja, er ist in Gewahrsam. Einer der anderen Räuber ist wohl an den Docks. Willst du den auch festnehmen? Ich check mal meinen Kalender. Ruf mich an, wenn du ihn hast. Okay, jetzt noch für den Docks, oder? Chase ist tot. Ich baue eine Karre. Sorry, das ist ein Notfall. Alter. Gas kennst du aber auch nicht hier. Aber es ist schon gemütlich. Dann fahren wir mal rüber zu den Docks und nehmen auch den letzten gefangen. Hey, Platzer, hier Polizeieinsatz, hier. Ach, so kann ich auch bremsen, das ist gut zu wissen. Was machst du denn da? Oh. Ich habe jetzt erst gesehen, dass da noch hinten jemand drin ist. Sie fahren jetzt mit. Ah, so langsam kriege ich ein Gefühl dafür. Achso, wir sind ja schon an den Docks. Ah, den geht's sicher gut. Ja, alles in Ordnung. Ich hoffe, denen geht's gut. Ah, den geht's sicher gut. Ich hoffe, dem geht's gut. Ja, das sieht schon besser aus mittlerweile. Und bremsen. Na, geht doch. Ah, und da ist wahrscheinlich dann auch der letzte Clown, ne? Ah, jetzt müssen wir erstmal wieder scannen, okay. Du wartest hier, Schnecke. Ich komme gleich vorbei. So. Wo sind die bösen Bubis? Da oben bestimmt. Ups. Nee, Leertaste war das. Ach so. Na klasse. Wie soll ich denn da reinkommen? Oh, hey, Officer. Können Sie mir einen Gefallen tun? Ich muss das Tor aufkriegen. Mach ich doch gern. Prima. Mir nach. Okay. Aber rein zufällig kommen die jetzt an, ne? Hey, was ist hier denn? Können wir nicht so blöd für. Ah. Gehen Sie da oben durch die Tür und verraten Sie dem Vorarbeiter nichts davon. Das ist gegen die Sicherheitsvorschriften. Okay. Hier durch die Tür. Und dann hier schätze ich mal den Hebel umlegen, ne? Ach so, war komplett oder Strom oder. Deswegen hat er gut beleuchtet, ne? Ja, ja. Willkommen bei der Lego-Logik. Hey, besten Dank. Und nicht vergessen. Einfach weg. Direkt aus meiner Hand. Jetzt? Verzeihung. Wie komme ich bitte auf den Frachter? Ich pfeife einfach und Larry macht dann mit dem Kran den Rest. Prima. Und das passiert, sobald meine Mittagspause vorbei ist. Okay. Also nie, weil mir eine Möwe mein Sandwich gemopst hat. Oh Gott. Ich gehe es für Sie suchen. Sie erkennen mein Sandwich an der Größe, die Sandwich zu haben. Ja, super. Das ist ja ein klasse Tipp. Okay. Falls Gurke drauf ist, ist es nicht mein Sandwich. Alles klar. Ist ja eigentlich jeder Kern behindert. Falls Wurst und Marmelade drauf sind, ist es mein Sandwich. Alter, was ist... Gib mir das Sandwich, du fliegende Ratte. Wurst und Marmelade, was sind das für eine Kombination? Sieht ein wenig eklig aus. Mein... So, ja. Jawoll. Larry! Der Typ hier will aufs Schiff. Hilf ihm mal. Klar doch, Boss. Alter, ist hier eigentlich jeder Kern behindert? Boah, das Spiel ist so durch.
Das ist ja wohl total bescheuert. Aber ich find's so geil. Und jetzt? Oh. Und du bist doch bestimmt da drin, oder? Ah, ein Polizist? Nicht bloß irgendeiner. Bin heute in Spitzenform. Ah, ich muss springen, dann bin ich schneller, oder wie? Wenn du nichts dagegen hast, misst dich dann mal los. Halt! Oder ich laufe dir weiter hinterher. Ja, den Spruch kennen wir schon. Und noch ist er nach links, jawohl. Und dich haben wir auch. Jawohl. So einen coolen Move gemacht und du bist... Hey, dritter Pfeife. Yeah. Cherry Tree Bank Raub, Fall beendet. Errungenschaft freigeschaltet. Herumgekaspert, Kapitel 2, eingeholt von der Vergangenheit. Das war jetzt alles auf einmal. Ah, Anruf. Na, hast du diese Clowns schon geschnappt? Ja, Chief. Dann geh und kümmere dich um die Straßensperre auf der Auburn Bay Brücke. Diese Anfänger haben's versaut. Schlimmer kann's nicht mehr werden. Okay. Hey, toll gemacht. Gut, dass wir diese Bankräuber-Clowns festgenommen haben, sonst hätte es vielleicht den reinsten Medienzirkus gegeben. Oh Gott. Einen Medienzirkus, weil sie doch als Clowns verkleidet waren. Wie beim Zirkus. Zirkus-Clowns. Alter, Hani. Ist das Ding an? Boah, ist der Typ bescheuert. Okay, ich brauche ein Auto. Ey, die Schnecke ist weg. Voll asozial. Wollen wir noch weiter dich entführen? Oh, okay. Oh. Boah. Nein. Meine Karre. Das ist ein Notfall. Dann fahr. Ey, der ist super, der Wagen. Der hat jetzt hier schön... Vergesst es, der... Der hat einen Wendekreis von... Keine Ahnung. Ich. Aber weil er aber schon gut aus Cash angesammelt. Alter, ich muss so leicht antippen und das... Alter, was ein Wendekreis. Moment, wo fahre ich jetzt überhaupt hin? Ach so! Ja komm, such mal so eine neue Karre. Boah, Feuerwehr. Das ist ein Notfall. Polizei, das ist ein Notfall, raus aus der Karre. Raus aus dem Feuerwehrauto. Ah, hier ist ja schon der Punkt. Na gut, das hätten wir auch noch laufen können. Oh, kommt eine Cutscene? Alter. Sie können doch fahren, oder? Ich brauche Hilfe. Willkommen bei der Polizei. Du links und nach vorn. Du rückwärts und rechts. Du links, dann rechts und nochmal leicht links. Du weiter wie gehabt. Ich liebe es. Ah, das ist doch hier die Schwelle von Sie, dem. Ma'am, aber ich brauche Ihren Wagen. Natalia! Ja, Ziggy. Oi. Mein Leben zu zerstören? Du hast dich kein bisschen verändert.
Lass das Süßholzgeraspel. Deinetwegen musste ich meine Identität aufgeben. Sogar meine Haarfarbe musste ich ändern. Du warst damals nicht blond? Du... Ich gehe jetzt noch zu Dad, verabschiede mich und dann verlasse ich Lego City. Sehe ich dich wieder? Nein! Alter. Was ist denn mit der Straßensperre passiert, Chase? Oh, ein Wagen geriet außer Kontrolle. Keine Sorge, hab mich drum gekümmert. Okay. Aber ich brauche einen neuen Wagen. Meinen habe ich verloren. Eigentlich war das nicht mal meiner. Keine Sorge, bei Frank sind es im Schnitt 2 pro Woche. Beim Imbiss nördlich von dir befindet sich eine Fahrzeugrufsäule, ist aber schon länger außer Betrieb. Und ich soll sie jetzt reparieren. Bist ein schlaues Kerlchen, Chase. Ich bin doch das mich hier gefühlt für alles. Ach, das ist ja schon hier. Ja, dann machen wir das mal, oder? Ja, wir können das einfach wieder an. Hallo. Ich suche diese alte Rufsäule. Kennen Sie die? Dafür habe ich jetzt keine Zeit. Sieh dir nur die Zapfsäulen an. Alle zerstört. Und ohne Zapfsäulen keine Kundschaft. Aber dank unserer berühmten Eierpastete ist das Gegenteil auch nicht wahr. Reparierst du die Zapfsäulen, soll es dein Schaden nicht sein. Ey, hab ich mich gerade erschrocken. Wir haben gerade 12 Uhr nachts. Schön alles in Schafen bei mir. Auf einmal springt der Hund auf und ich schaue nur so nach links. Alles in Ordnung, Robby? Das war's. Ich bin ruiniert, sag ich dir. Ja, ja. Ich würde sagen, damit beenden wir dann aber auch heute die Folge. Ich würde sagen, wir sehen uns dann beim nächsten Mal. Ne? Bis dahin. Tschüss.